grüß euch, willkommen auf meinem Kanal. Ich habe jetzt schon lange keinen Gartenrundgang mehr mit euch gemacht. Darum haben wir gedacht, jetzt ist jetzt Anfang September. Ich gehe wieder mal eine Runde, zeige euch so, wie sich die Pflanzen entwickelt haben, wie es ausschaut mit den Tomaten, den Paprika, den Chilis und all dem ganzen Rest. Gut, legen wir los. Da auf der Terrasse habe ich sehr viele Chilis gepflanzt. Da wird jetzt nach der Reihe etwas reif. Auch natürlich alles sehr spät heuer dran, aufgrund des eher kühlen Wetters immer. Aber zumindest schaut es jetzt gut aus. Es kommen jetzt jeden Tag neue reife Früchte hinzu. Es hängt da relativ viel dran. Also da zum Beispiel Paprika, also im Freiland ist es schon ganz beachtlich. Da habe ich eine meiner Lieblingschilis, die San Felipe. Mit ganz schönen langen Früchten. Aber auch bei den Tomaten da beim Haus schaut es gut aus. Es hängt jede Menge drauf, die Pflanzen sind da gesund. Da kommt kaum Regen hin und sie stehen geschützt. Darum habe ich auch überhaupt keine Probleme mit der Braunfäule. Was jetzt natürlich ist, schön langsam merkt man, dass da ein Nährstoffmangel auftritt. Aber gut, wir haben jetzt da fast Ende der Saison oder halt Anfang September, die Pflanzen stehen jetzt so lang schon in den Töpfen. Da kann es natürlich schon mal vorkommen, dass irgendwas einmal zu wenig wird. Aber für mich kein Grund, dass ich da jetzt noch nachdünge. Wozu auch? Die Saison ist in einem Monat, spätestens zwei Monate vorbei. Die sollen jetzt mit dem auskommen, was sie haben. Und das tun sie auch. Und ich brauche da jetzt nicht großartig noch Dünger zuführen. Da die Chilis wachsen auch jetzt schön, sogar einiges jetzt auch schon reif, auch vom Gänseschnabel. Das ist ein ganz toller Chili, ganz mild, mit wenig Schärfe, aber ganz einen fruchtigen Geschmack. Ich werde euch die Chilis natürlich auch heuer wieder in den Sortenvideos vorstellen. Ich habe ja einige Sorten, wenn es alles gut läuft, sind es dann 70 Sorten Chilis und 30 Sorten Paprikas. Also es kommt eine Menge. Videos kommen auf euch zu. Da ist der wilde Fenchel, unglaublich schön groß geworden. Immer was los von den Insekten her. Vogelbeere. Mal schauen, ob ich mir heuer drüber traue und die mal ernte und dann weiterverarbeite. Schauen wir mal runter an die Stützmauer, wie es mit den Tomaten ausschaut. Ja, von da schaut es einmal ganz gut aus. Da im oberen Bereich habe ich noch Auberginen oder Melanzanis. Da ist zumindest jetzt auch einiges dran, was man ernten kann. Da habe ich zum Beispiel eine grüne Sorte. Wenn Interesse besteht, kann ich auch noch die Melanzanisorten vorstellen. Ich habe da auch 8 oder 9 Sorten, die ich heuer im Anbau habe, gibt es ja auch spannende Sachen. Ja, also für das, wie schlecht die Saison gestartet ist, kann jetzt eh zufrieden sein. Es hängt noch jede Menge drauf. Was ich natürlich habe, ist die Braunfäule. Ich bin da ständig am Entsorgen von befallenen Blättern, Früchten und dann bin ich jeden zweiten, dritten Tag mit der Spritze unterwegs und sprühe die Pflanzen mit dem Backpulver ein. Das wirkt wirklich ein Wunder. Ich muss zwar doch immer wieder das eine oder andere wegschmeißen, aber zumindest die Pflanzen kann ich noch lange am Leben erhalten und noch einiges an Früchten ernten. Ich muss dort natürlich Abstriche machen, ich muss dann sehr viel Laub wegnehmen. Dann liegen die Früchte dann frei in der Sonne, kriegen dann mal einen Sonnenbrand. Gut, das kann man wegschneiden, aber zumindest kann ich noch einiges ernten. Ja, so schön. Tolle Fleischtomaten, Yellowfire. Auch jede Menge noch drauf. Also ich hoffe, dass die Saison doch noch ein bisschen läuft. Wenn man sich anschaut, was da jetzt noch alles zum Ernten ist. Ein paar warme Tage noch und ich kann wieder eine Menge runternehmen. Jetzt haben wir natürlich das Licht ein bisschen
vorne drinnen. Alles schön bunt gemischt, Ochsenherzen, Cocktailtomaten, Orange Strawberry, schöne große Früchte. Da habe ich die dunklen Sorten, Cherry Prince. Die Pflanzen sind auch sehr hoch geworden, wenn ich mal darauf blinde. Die ist ja jetzt schon über 200 Meter hoch, zum Beispiel diese eine Sorte. Das ist das Cœur Fondant. Striped Oxheart, eine wunderschöne Frucht. Da ist Nahel Butter Pink, eine meiner Lieblingssorten. Ja, also Braunfäule halbwegs im Griff und ich kann noch einiges ernten. Da sieht man zum Beispiel, wie die Braunfäule eigentlich den ganzen Stiel schon befallen hat. Ich habe das dann eingesprüht und das ist richtig verholzt. Und wenn man das jetzt wegkratzt, dann sieht man, dass drunter grün ist. Also der Pilzbefall wurde gestoppt. Das ist richtig eingetrocknet und die Pflanze kann noch weiter wachsen. Jo, schauen wir mal weiter. Nach hinten zum Gewächshaus. Da habe ich einige Chilis. Auch noch ganz wenig reif. Hängt jetzt jede Menge dran. Auch wieder Melanzanis oder Auberginen. Eine grüne, längliche Sorte. Wahrscheinlich ist jetzt überreif, wenn sie gelb werden. So schöne große Früchte. Ja, machen wir mal die Runde durchs Gewächshaus und dann gehen wir nach außen bei den Hangbeeten vorbei. Im Gewächshaus habe ich natürlich oder keinen Befall mit der Braunfäule. Da sind die Pflanzen geschützt, da wird es auch nicht feucht. Ich habe jetzt schon übersehen, ich muss halt unbedingt ernten, also die sind jetzt schon überreif, darum reißen sie auf. Sind alle schön. Über Kopf wachsen sie mir jetzt schon die Tomaten. Wie gesagt, ich leite sie dann immer drüber. Ich tue es nicht kappen, weil das frische Grün natürlich wieder wichtig ist für die Photosynthese. Und die können ja gerne weiter produzieren, frisches Grün. Da habe ich Paprikas, da kommt jetzt auch jede Menge, was jetzt reif wird. Eine schöne dunkle Sorte, das schwarze Pferd. Aber auch die Habaneros schauen gut aus. Und man schaut, was da alles jetzt an Früchten kommt und was jetzt langsam abreift. Da habe ich eine andere Habanero-Sorte mit roten Früchten. Da habe ich Habanero Peach, also so pfirsichfarbene Früchte. Also Gewächshaus wird es auf jeden Fall noch länger was zu ernten geben. So schlecht kann das Wetter jetzt gar nicht sein. Wenn es schlechter wird, mache ich dann vorne einfach zu und dann ist hier innen noch besser geschützt. Da habe ich noch ein paar Paprika im Freiland. Also schaut auch gut aus. Ich hoffe, dass da jetzt wirklich das Wetter noch ein bisschen hält, dass das alles schön ausreifen kann. Die Tomaten, die da unten wachsen, die sind jetzt riesig geworden. Das Spalier ist ja 2 Meter hoch. Ich habe jetzt da aufstocken müssen, weil die Pflanzen einfach so hoch drüber gewachsen sind. Da werde ich nächstes Jahr das Spalier erhöhen. Wahrscheinlich gleich noch um einen guten Meter, weil die einfach so gut da wachsen in den Hangbeeten. Und es wäre dann schade, wenn ich die einfach dann immer weiterleiten kann. Und kappen will ich es ja nicht. Da leuchten auch die hübschen Paprikas raus. Die biegen sie schon, muss ich wieder rauf binden.
Ich weiß gar nicht, ob die Stiege das letzte Mal schon fertig war, wie ich den letzten Gartenrundgang gemacht habe. Jedenfalls ist jetzt fertig. Ganz gemütlich da zum Runtersteigen. Auch mit dem Geländer, dass man da wirklich auch eine Absturzsicherung hat, weil es doch runter geht. Und da vorne werde ich natürlich auch noch irgendein Geländer machen, weil es doch sehr steil ist. Da sind noch die Jalapenos. Jede Menge grüne Früchte dran. Ein bisschen was wird jetzt schon reif. Brauner Jalapeno, einiges schon rot, also da kämpfe ich sehr mit den Schneckenfraß. Jede Menge Früchte sind dann von den Schnecken angefressen. Muss ich mir auch irgendwas überlegen, dass ich dann nächstes Jahr irgendeine Schneckenbarriere baue, dass die dann nicht mehr so gut hinkönnen, weil wie sie jetzt wachsen, dann die Chilis ja da gut. Aber mit den Schnecken ist natürlich ein Jammer, wenn dann so viel abgefressen wird. Ja, Tomaten schauen da auch teilweise noch gut aus. Einige Pflanzen haben einen starken Befall. Die Pflanze zum Beispiel gar nicht. Das Stripes of Yore, eine wunderschöne Sorte. Die daneben hat wieder ganz starken Befall, habe ich stark entlauben müssen. Ein paar Früchte werde ich jetzt retten können. Das wird jetzt reif. Und so wechselt es immer ab. Starker Befall, Pflanzen, die gar nichts haben. Da ist zum Beispiel Ananas. Blö, also eine Anthocyan-Sorte mit Ananas gekreuzt, hat überhaupt nichts, die Pflanzen, obwohl sie so dicht wächst, kein Befall. Die daneben, Black Sherry, ganz schlimmer Befall, habe ich kaum noch was ernten können, das meiste ist einfach mit der Braunfalle befallen. Da sieht man es, das ist mit Backpulver behandelt, das trocknet ein. Die Pflanze ist die Anas Multiflora, die hat auch wieder nichts. Jersey Devil, unglaublich produktiv, auch die ganze Pflanze, gar nichts, alles gesund. Und dann daneben wieder, geht es gleich wieder weiter mit der Braunfalle. Ne? Mocha schauen, extrem befallen, aber so ist es halt. Manche Sorten sind einfach resistenter. Mir ist aufgefallen, dass zum Beispiel sehr viele dunkle Sorten mit einem Anthocyananteil sehr resistent sind. Das ist die Purple Dragon. Die hat auch kaum was. Machen wir einen kurzen Schwenk nach unten. Ja, also einiges habe ich jetzt retten können da. Aber es ist natürlich weitaus mehr, habe ich auch schon wegschmeißen müssen. Eine ganz lustige Sorte, Zapotec Brown Flesh mit stark gerippten Früchten. Die wird dann auf dunkelbraun abreifen. Schauen wir weiter. Da habe ich meinen Mais gepflanzt. Da sind die größten Pflanzen jetzt fast 4 Meter hoch. Leider haben da die Wühlmäuse ein bisschen was unterminiert. Jetzt sind da einige Pflanzen umgekippt, weil sie sich nicht mehr gescheit halten haben können. Aber ich denke, da wird zumindest einiges noch ausreifen können. Sie ist ja nicht ganz entwurzelt, es hängt ja noch einiges dran. Das Beet war leider ein totaler Reinfall. Das ist einfach zu schattig gewesen. Da haben die Pflanzen nicht gut abtrocknen können. Und damit war die Braunfäule hier eines der ersten Beete, wo die Braunfäule wirklich ganz intensiv zugeschlagen hat. Ein bisschen was ist jetzt noch da, was eventuell noch ausreifen kann. Da auch wieder eine Anthocyan-Sorte, Pascal de Picardie, die praktisch keinen Befall zeigt. Also wirklich, diese Anthocyan-Einkreuzung dürfte da auch eine gewisse Resistenz mitgebracht haben. Zwetschgen werden jetzt reif. Das ist ein durchschnittliches Jahr. Die Früchte, die drauf sind, sind dafür ein bisschen größer als normal. Aber es ist halt natürlich nicht so viel wie drauf wie in den letzten Jahren. Aber es reicht. Da auch wieder einiges wegschneiden schon müssen wegen der Braunfäule. Ja, da habe ich ein Kürbisbeet mit Zucchini und Sonnenblumen. Da hat es jetzt sehr viel geregnet.
und dann hat ihm leider diese eine Sonnenblume das Übergewicht gekriegt. Ja. Da leider auch schon Befall mit der Braunfäule, kann ich nur mehr entsorgen. Schade, wäre eine schöne herzförmige Sorte, Giant auf Siebenbürgen. Säulenäpfel tragen heuer gut. Das ist so eine grüne Sorte. Da kommt jetzt einiges dann an den Herbsthimbeeren. Haben heuer schöne, lange Triebe, eine kräftige Triebe entwickelt. Da werden wir gleich eine ernten. Und gleich verspeisen. Herrlich. Schauen wir nach oben. Da schaut es besser aus mit den Tomaten. Ist zwar auch einiges befallen. Da hat ja der Befall angefangen. Das war die erste Pflanze da, die den Befall gehabt, die Owens Purple. Sie lebt immer noch, wie sie seht. Sie ist zwar jetzt ziemlich entlaubt worden, aber ich habe immer noch Früchte, die ich ernten kann. Man sieht es halt da, das ist halt wieder jetzt frisch, weil es jetzt zwei Tage geregnet hat. Die Sporen sind einfach in der Luft und sobald es halt von den Bedingungen passt, dann siedelt sich die Braunfäule halt wieder an. Wie gesagt, ich werde da heute wieder durchgehen mit dem Kanister und alles einsprühen. Eiszäpfchen, so schön, so schöne große Rispen. Rose de Pessac, eine wunderschöne Fleischtomate mit riesigen Früchten. Emis Sugar Game, tolle süße Tomate. Dann habe ich hier noch Paprika, Freilandpaprikas. Also schaut auch nicht schlecht aus, was da an Früchten kommt. Gurken ist ja total Ausfall. Ich habe jetzt da gar keine mehr geerntet. Die paar, was drauf waren, waren bitter. Das ist natürlich jetzt schon alles drüber. Es ist einfach kein Gurkenjahr. Ich glaube, es jammern eh viele, dass heuer einfach mit den Gurken nichts wird. Auch noch ein Säulenapfel, gelbe Himbeeren. Auch sehr gut. Da ist die berühmte Paprikatomate. Kommt auch jetzt noch einiges, was ich ernten kann. Schauen wir mal nach oben. Beim Wein schaut es leider auch sehr traurig aus. Ist praktisch nichts reif geworden. Das ist die Isabella-Traube. Ist ja eine ganz eine robuste Sorte. Aber wenn die einmal einen Krankheitsbefall zeigt, dann kann man wirklich sagen, das Jahr ist ganz schlecht gewesen. Ja, kaum was drauf bei den Trauben. Haben ja sehr viele Blätter schon fallen lassen. Die schmecken sogar ganz gut, aber es ist einfach nichts da, was man ernten könnte. Ja, einfach ganz schlecht heuer mit den Weintrauben. Zu viel Regen, zu kühl. Schauen wir mal weiter die Beerenhecke. Kommt auch noch einiges jetzt an Himbeeren. Ui, da muss ich über höchste Zeit zum Ernten, sonst werden die überreif. Brombeeren, leider durch den vielen Regen ist jetzt sehr viel schimmelig geworden. Müsste jetzt einmal durchgehen und das komplette, also die kompletten Schimmeligen alle entfernen, dass das andere jetzt nicht angesteckt wird. Das sind schon die neuen Triebe, die muss ich dann alle noch jetzt dem Spalier entlang binden. Birnenquitte, schaut gut aus. Die wird in circa einen guten Monat dann reif sein.
Elsterapfel. Schaut auch ganz nett aus, einiges zum Ernten dann. Da habe ich nochmal Tomaten nachgesetzt im Anfang Juli. Und die haben sie eigentlich ganz schön entwickelt. Schauen auch alle gesund aus. Und zumindest ein paar Früchte werde ich ernten können. Also man kann auch im Juli noch Tomaten setzen. Wenn die Bedingungen passen, dann reift noch eh noch einiges aus. Da die gute Luise, die trägt heuer das erste Mal wirklich gut. Habe auch nochmal so ein paar Nachzügler von Tomaten gesetzt. Die habe ich einfach jetzt am Boden wachsen lassen. Sowas funktioniert halt nur, wenn das Wetter wirklich passt. Wenn es nicht zu viel regnet, dann kann man es einmal am Boden entlang kriechen lassen, so wie es der Erich Steckowitz macht. Bei unserem Klima funktioniert das normal nicht. Wie gesagt, ich habe jetzt da, sie ist einfach schon am Boden gelegen, dann habe ich es einfach wachsen lassen. Ich habe jetzt ein bisschen Heu noch untergebreitet. Da ist sie richtig dann im Boden verankert, hat sie die Wurzeln am Stiel gebildet, das machen die Tomaten ganz gern. Und dann setzt sie da Wurzeln an. Jede Menge Dirndln hängen drauf. Das ist halt leider eine kleinfruchtige Sorte. Da ist ganz mühsam, die zu ernten und zu verarbeiten. Die Anemone, wunderschöne Blume. Ganz unkompliziert, wächst jedes Jahr, braucht überhaupt keine Pflege. Da sind die Chilis auch leider sehr weit hinten erst. Da haben wir überall noch grüne Früchte dran, das ist wieder so ein Gänseschnabel-Chili. Da drüben habe ich auch Gänseschnabel-Chilis. Ich hoffe zumindest einiges wird noch ausreifen. Da habe ich Wildtomaten. Gartenteich, ist immer so ein wirkliches Ruheplatzerl bei uns. Die Kinder sitzen ganz gern da mal am Steg und lesen ein Buch, einfach weil es sehr angenehm ist. Da ist es natürlich auch dann schattig am späten Nachmittag und man ist praktisch mit einer Wildnis umgeben, rundherum schöne hohe Pflanzen. Ein richtiges Kraftplatzerl ist es. Ja. Beim Haus sind wir wieder angelangt. Einige Chilis werden riesig. Das ist eine Pacatum-Art. Die werden generell sehr hoch, die Pacatum. Buschtomaten, Alaska. Unglaublich, was so eine kleine Pflanze alles produzieren kann. Gut, da schauen wir noch runter. Unten habe ich noch das Paprikabeet. Und gehen wir da am Steingarten entlang. Natternkopf blüht unermüdlich bis in den Herbst hinein. Ständig sind da Bienen drauf. Das ist ja so wunderschön, das Eisenkraut. Ja, und da habe ich noch das Paprikabeet mit den Pflanzen, die im Freiland stehen. Wunderschön, was da alles noch drauf hängt. Sogar die Katze findet es hier wunderschön, gell? Gell, Flauschi? Sag mir auch. Der ist es egal. Die liegt da immer ganz gern. Da ist wirklich warm. Das Holz strahlt natürlich Wärme ab. Da habe ich den Spiral, einer meiner Lieblingssorten. Also ist Paprika funktioniert im Freiland, wenn man die richtigen Sorten auswählt und die Bedingungen dann passen, kann man wirklich auch im Freiland schön was ernten. Gut, das war's wieder mal mit einer Gartenrunde. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wie immer könnt ihr mir gerne Wünsche, Anregungen, Kommentare da lassen. Ich freue mich über jedes Feedback. Ich sehe gerade, mein Imkermeister ist da. Leider schaut sie mit Honig ja sehr schlecht aus. Die Bienen haben alles wieder verbraucht, weil das Wetter so schlecht war. Den ganzen Honig, den sie eingelagert gehabt haben, den haben sie alles wieder selbst aufgefressen.
Das heißt, man muss jetzt wahrscheinlich schon zufüttern, damit sie überhaupt über den Winter kommen. An den Obstbäumen, an den Jungen ist jetzt einiges dran. Mal schauen, ob in der nächsten Zeit dazu kommt, dass ich mal einen kleinen Rundgang mache über die Obstwiese. Dann schauen wir mal, was dort alles an Früchten zu holen ist. Dann verabschiede ich mich wieder von euch. Bis zum nächsten Mal. Euer Tomatenflüsterer.